Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Hexefischarmband mit einem Monstertail anfertigen könnt. Alle, die den Monstertail nicht kennen, das ist ein kleines Loomboard von Rainbow Loom und zwar ist der geeignet ja, für unterwegs, dass man, wenn man auf einer Reise ist, wenn man irgendwo zu einer Festlichkeit ist, dass man die Kinder beschäftigen kann oder auch die Erwachsenen. Und ja, dass man das große Loomboard nicht mittragen muss, gibt es diesen kleinen Monstertail. Ja, eingeschränkt ist er halt auf 6 Stifte und jeweils die äußeren. Aber man kann trotzdem sehr schöne Armbänder mit anfertigen. Und heute zeige ich euch, wie gesagt, das Hexefischarmband. Und viele kennen es vielleicht schon aus einem anderen Tutorial. Da habe ich es euch mit einer Gabel gezeigt. Und heute kommt es über dem Monstertail. So, ich werde es so anordnen, dass ich eine Reihe weiß mache und die andere Reihe mache ich kunterbunt und habe aber keine bestimmte Farbordnung bei den bunten Gummibändern, sondern nehme sie, wie sie mir gerade so in die Hände fallen. So, ich starte mit der ersten bunten und zwar mache ich von 1 zu 2 und mache es über Kreuz. Ich bespanne jetzt sozusagen nur die 6 Stifte. Immer schön über Kreuz. Und drücke sie gleich schön mit runter. So sieht das denn aus. Ich merke mir immer auf der Seite, wo das Loch ist. Da ist immer mein Anfang. Und zwar ist das von mir aus gesehen links. Und das ist meine vordere Reihe sozusagen, das meine hintere. So, jetzt kommt meine zweite Reihe. Das wäre ja in dem Falle weiß. Und spanne das jetzt komplett über alle 6 Stifte drüber. Ihr seht, einmal das Weiße und dann spanne ich noch mal einmal drüber und dann nehme ich wieder bunt. So, jetzt liegen auf eurem Stift 4 Gummibänder und ihr hebt jetzt mit eurem Hook, mit eurer Häkelnadel, die unteren beiden über die oberen beiden über den Stift und in die Mitte rein. Die unteren beiden, sodass nur noch 2 Gummibänder auf jedem Stift liegen. So, jetzt drückt ihr euch die Gummibänder nach unten. Ich fange wieder auf der Seite an, wo meine vordere Seite ist. Das erkenne ich daran, dass hier das Loch ist, also links. So, eben habe ich mit bunt aufgehört, also kommt jetzt wieder die weiße Reihe. Ich spanne das Weiße komplett wieder über alle 6 Stifte drüber. Und jetzt hole ich mir aber nur das unterste, also nicht mehr 2 Gummibänder, sondern nur das untere. In dem Falle wäre es das Weiße.
jetzt nämlich wieder ein buntes. Spanne es über alle 6 drüber. Und hebe das unterste Gummi wieder drüber. Das alles wieder schön runter. Und jetzt macht ihr wieder ein weißes. Und so macht ihr das jetzt, bis ihr eure Länge erreicht habt, dass es um euer Handgelenk passt. Ihr wechselt immer schön die Farben und in der Mitte ziehen sich die, die ihr drüber hebt, dann zusammen. So. Jetzt kommt wieder ein buntes. Und ihr hebt es wieder drüber. So, ich mache das jetzt ein bisschen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann das Armband zum Abschluss bringen. So, wenn ihr jetzt eure Länge erreicht habt, sieht es dann so aus. Hier unten habt ihr wie so ein kleines Blümchen. In der Mitte seht ihr den Farbverlauf, immer mit Weiß abgewechselt. Und oben habt ihr jetzt auf diesen 6 Stiften jeweils noch 2 Gummibänder. So, als erstes hebt ihr die unteren Gummibänder noch über die Stifte drüber. Das heißt, in meinem Fall liegt unten gelb. Also hebe ich jetzt alle gelben Gummibänder über weiß, über den Stift und lasse es einfach in der Mitte ab. Drehe es und mache auch hier die unteren gelben. So, jetzt habe ich jeweils auf jedem Stift ein weißes Gummiband und jetzt gebe ich das erste Gummiband von 1 auf das zweite Gummiband das dritte auf das gegenüberliegende, auf dieses und ich gebe dieses Weiße auf dieses, so dass ich nur noch 3 bespannte Stifte habe. Als nächstes nehmt ihr ein weiteres weißes Gummiband, die macht ihr euch nochmal schön runter. Legt sie über die 3 Stifte, wo auch die Gummibänder sind. So. Und hebt die unteren beiden über das obere drüber. Und lasst es einfach in der Mitte ab. Auch hier die unteren beiden drüber und auch bei diesem Stift drüber. Jetzt sieht es so aus.
Jetzt nehmt ihr euch, das können wir jetzt noch so drüber machen, so, dass das Dreieck ist. Jetzt nehmt ihr euch die drei Gummibänder und gebt sie alle auf euren Hook bzw. Häkelnadel und zieht das raus. Jetzt habt ihr hier oben die drei Gummibänder, hier unten habt ihr die Blumen. Jetzt nehmt ihr euch ein weiteres weißes und zieht es durch die drei Gummibänder durch. So, jetzt geht ihr hier unten hin, nehmt euch ein weiteres weißes und als erstes macht ihr in diese zwei einen C-Clip ein. Zieht euch das ein bisschen straff und klipst ihn ein. So. Jetzt geht ihr hier unten hin. Und ihr habt jetzt, wenn ihr zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so Löcher. Ihr geht jetzt in die ersten drei rein. 1, 2 und 3. Und zieht euch hier ein Gummiband durch. So. Jetzt holt ihr euch ein weiteres weißes Gummiband und geht durch die restlichen drei durch. 1, 2, 3 und zieht auch hier das weiße durch. So dass ihr jetzt vier weiße hier auf dem Hook hängen habt. Jetzt holt ihr euch noch ein weißes Gummiband und zieht dieses durch die vier durch. So. Und diese zwei klipst ihr mit in den C-Clip ein. Jetzt guckt ihr, ob das noch ein bisschen alles sich eingehakt hat. Zieht euch das noch so ein bisschen lang, weil das dehnt sich auch noch ein bisschen. Und fertig ist das Hexefischarmband mit dem Monstertail. Ein sehr schönes, dickes Armband, was man auch mit Farbverläufen sehr schön, ja, verändern kann. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachgestalten und ja, freue mich darauf, euch in den nächsten Videos vielleicht auch begrüßen zu dürfen. Tschüss!